So, jetzt kann ich etwas lauter sein. Also, ich bin so leicht wie noch nie, Leute. Schaut euch das an. Zeit wieder mal auf Keto und jetzt bevor der Tag beginnt, schmier mir was auf den Bauch, habe was Schinken bekommen. Jetzt was, ich habe was Schinken bekommen von Top, von Protan Austria. Ich danke Protan Austria. Es ist eine Creme, die ein bisschen die Durchblutung fördert bei den Bauchmuskeln, dass man ein bisschen besser an das braune Fettgewebe kommt. Ehrlich gesagt, ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt, schon ein bisschen länger, aber ich kann euch nicht wirklich ein Feedback geben. Was mir halt leider nicht gefällt, ist, dass kein Aminophyllin drinnen ist, aber dazu mal ein anderes Mal auf jeden Fall. Es ist Koffein drinnen, es ist ein bisschen Carnitin drinnen. Ich schmeiße mir jetzt mal drauf, auf die Apps, und ja, mal schauen. So Leute, ich mache mir jetzt mal Frühstück. Wir machen heute kein Cardio. Ich mache mir Eier mit Sucuk. Und was ist meine kleine Nanas? Sie isst auch Eier, aber ohne Sucuk. Und zwar die richtig guten Eier. Bam, bam, bam. Haselnuss. Oh mein Gott, Baby, die schauen so gut aus. Das ist sogar mit Haselnussfüllung. Nicht so eine normale Milch. Oh Gott. Fuck. So Leute, ich mache mir 50 Gramm Sucuk. Und dazu 5 ganze Eier. Das sind ca. 500 Kalorien. Ich werde nicht wirklich tracken mehr, weil ich bin schon richtig lean und ich muss mal auf meinen Körper hören. Einfach, weil manchmal geht es mir einfach kacke, da muss ich die Fette erhöhen. Aber es wird sich dennoch einpendeln zwischen 2200 Kalorien und maximal 2500. Aber ich werde trotzdem trainieren gehen. Also, ja. Easy. Und rein damit. So, so schaut das aus, Leute. 5 ganze Eier, 50 Gramm Sucuk. Ich habe mir natürlich Chili-Pulver noch drauf gehaut und habe es noch extra gesalzen, weil ich beginne extrem viel zu krampfen. Ich behalte eigentlich. Ich werde schnell trocken, wenn ich so wenig Körperfett habe. Ekel. Auf jeden Fall schön viel Salz, dass ich nicht so viel krampfe. Und gleich ist mein türkisches Frühstück fertig. Olum. Noch ein Bro-Tipp: Wenn ihr das sowas nicht wenden könnt und wollt, dass das oben schön durch wird, zweite Pfanne nehmen und drauf damit. So Leute, zum Trinken gönne ich mir so einen Holunderblütensirup. Der hat keinen Zucker drinnen, also wird er mich nicht aus der Ketose raushauen. Passt, easy. Auf 100 Milliliter hat er 0,5 Gramm Kohlenhydrate. Easy. Und das will ich dazu trinken. So Leute, das ist mein türkisches Frühstück. Wie gesagt, 50 Gramm Sucuk mit 5 ganze Eier. Dazu trinke ich meinen Right Away Shaker. Mein 0 Carbs Kohlenhydratgetränk, dass ich schon in der Ketose bleibe. Ketose, also mein Low Carb bin und mir nicht mit dem Insulinspiegel was verhaue. Auf jeden Fall. Jetzt chill ich mich ein bisschen zum Laptop, werde ein paar Sachen beantworten von meinen 4-5 Athleten mittlerweile, die ich betreue, beziehungsweise coache. 2 wollen auf die Bühne, die anderen möchten einfach gut ausschauen, sind Studenten. Auf jeden Fall, da muss ich ein paar Sachen schreiben, dann gönne ich mir ein bisschen was auf YouTube von meinen ganzen Homies, ein paar Videos, Haare geschnitten werden und ach, ihr werdet schon sehen, also. Jetzt wird mal türkisch gegessen. So Leute, weil ich noch alles Lust auf was Süßes habe, gönne ich mir jetzt Peanut Butter
mit Whey, also Whey Peanut Butter. Da gönne ich mir 150 Gramm. 100 Gramm haben 580, na Blödsinn, 600 Kalorien. Kein Fokus. Also, ich sag's euch: 100 Gramm, 597 Kalorien, 50 Gramm Fett, 7 Gramm Kohlenhydrate und 30 Gramm Protein. Und ich habe ca. 150, das heißt, ich gönne mir hier 600 plus 300, ja, 900 Kalorien. 900 Kalorien, das heißt, mit meinem Sucuk-Frühstück bin ich auf 1500 Kalorien. Das ist eine crunchy Erdnussbutter mit Erdnussstückchen. Und was ich mir noch gönne, ist noch eine 0 Kalorien Schokosauce drauf. Wow. Oh yes. Und noch schön umrühren. Und jetzt chill ich mich zu Nana, schau ein paar Serien und später gehen wir raus, den Tag genießen. So gut. So, Bad ist weg, Haare sind gemacht und es ist Ostermontag, jetzt ist ein Feiertag. Was machen wir jetzt, Baby? Essen. Was gehen wir essen? Burger. Family Burger. Ich gehe mir aber einen Protein-Style-Burger reinhauen, also ohne Buns, ohne Kohlenhydrate. Und alles ist zu. Window shoppen. Alles ist zu. Weißt du, wenn der heute nicht offen hat, wir sind tot. Ah, er hat offen. Oh yes. Oh, die Tür ist richtig schön. Das darf nicht geschehen. Man kann mit oben an zu Brooklyn, Le Burger Cola, Wein, Kaffee. Warum musst du es selber abschauen? Für mich gibt es wie immer eine zuckerfreie Cola und mein Baby hat eine Kaktusfeige. Was? Grüntee-Kaktusfeige. Und wie schmeckt's? Gut. Hast du Spaß? Cheat day? Wirst du beim Essen auch schaukeln? Wolltest du deshalb dort sitzen? Wow! Steppert. Was ist das für ein Burger? Selbst zusammengestellt. Was ist drin? Oh. Egal, ich habe ein Farmhouse ohne Barbecue-Soße. Mayo ist drin natürlich, Röstzwiebel, Bacon, gegrillte Champignons und haben wir noch Senf reingehört und Double Patty. Wow. Das schaut echt gut aus. Das schaut echt, das ist einfach nur ein Cheeseburger. Ja, aber mit Ketchup, Mayo. Das ist so ein SpongeBob-Burger. Ja, mit Ketchup, Mayo und Champignons. Salat. Und so eine Soße? Soll ich dir eine Soße holen? Ketchup, Mayo. Ketchup, Mayo? Extra? Extra? Egal. Dabei. Jetzt habe ich mir noch als Beilage holen müssen Wasabi Mayo, dann noch Chili Mayo und Knoblauch Mayo. Nur Fette. Oh.
Nur Fett. Low Carb. Low Carb, genau. Süßkartoffel, Low Carb. Fries. So, wir haben fertig gegessen. Ich bin tatsächlich satt. Ich kann es nicht glauben. Und sie wollte mir eigentlich einen Burger überlassen, weil ich habe gesehen, sie hat so heftig damit gekämpft. Aber sie hat sich gedacht, hey, da ist noch ein Bun drauf, ein Brötchen und Soße. Soße, ja. Also Carbs, also kann es mir nicht geben. Dann habe ich es gegessen. Und die ganzen Süßkartoffeln hat sie auch noch gekillt. Mhm. Runtergespült. So brav. Und jetzt gehen wir ins Soli. Yeah. Ins Solarium, tennen. Yeah. 30 ganze Minuten. Yeah. Und dann kaufen wir meinem Baby noch was Süßes. Ja. M&M's Peanut Butter oder KitKat Peanut Butter. Mir ist grad schlecht, reden wir nicht drüber. Okay. Hingegangen. Oh, das Licht. Sieht schon, wie braun ich bin. Die Streifen am Kiefer kommen. Wow, Baby. Und sie ist noch immer blass. Ich bin nicht blass. Gehen Sie zu mir. Ich bin nur dunkel, aber man sieht sie nicht mehr. Wegen dem Licht, du hast eine Kappe schon. Ist egal, trotzdem schon. Nein, schau, ich bin viel dunkler als du. Ja. Bahnsteig, Liga Genetics. Oh oh, das steigen gut viele Leute an. Oh oh. So Leute, wir sind zu Hause angekommen. Ich habe mir 20 Milligramm UMB-HCL reingeschmissen, dazu einen Fettburner. Ich habe mir wieder den Bauch eingeschmiert mit meiner Steel Apps Creme, dass die Blutung durchfeuert wird. Und extra mein Sweatband an, dass da wirklich die Durchblutung durchfördert wird. Und weil ich ziemlich viel Wasser halte vom UMB, aber heute wird der letzte Tag meines UMB Cycles sein. Deshalb, anyways, jetzt gehe ich ins Gym, mach Push und dann Cardio, doch noch Cardio. Drauf geschissen, ob meine Achillessehne wehtun. Natürlich halt später mich Bananas ausholen. Und am Abend gibt es noch Abendessen, aber das zeige ich euch gleich, weil das Gym zeige ich nicht. Also gleich kommt mein Abendessen. So Leute, ich bin vom Gym zurück. Jetzt gibt es wieder mein letztes Meal. 50 Gramm Sucuk mit 5 ganzen Eier. Und das wird es gewesen sein für heute. Das sind mal wieder dann die 500 Kalorien.
die ich auch circa verbraucht habe während dem Training. Bin noch immer in einem krassen Defizit. Und das war's. Und dann habe ich noch einen zuckerfreien Sirup dazu. Und dann werde ich schlafen gehen. Und das war's, Leute. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Keto, zu anabolen Diät, schreibt mir ruhig. Obwohl natürlich jeder Mensch ist anders, jeder soll ein bisschen darauf anders reagieren. Ich habe schon manche Leute kennengelernt, die mit viel mehr Carbs in der Keto bleiben können. Auf jeden Fall, schreibt mir ruhig, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und am Donnerstag geht's mit dem Philipp Zwoll nach L.A., Leute. Und da werde ich jeden Tag ein Vlog raushauen, wie wir die Zeit genießen in Beverly Hills. Also Leute, abonniert meinen Channel, schaut auf Instagram, @king.georgecoffee und schöne Grüße aus Wien. Peace.